Wenn jemand die nötige Bewusstheit hat, kann er beobachten, an welchem Tag sein Körper keine Nahrung braucht. Jedes andere Lebewesen weiß das. Leider haben die Menschen das vergessen, weil ihr Denkprozess oder ihr dummer Verstand jeden anderen Sinn, den sie in ihrem System haben, überlagert hat. Wenn du dein System beobachtest, wirst du sehen, dass du an einem bestimmten Tag keine Lust zu essen hast. An diesem Tag solltest du nicht essen. Aber nein, du bist bei deinem Freund zu Hause, es gibt eine Party, du stopfst dich voll. Auch wenn dein Körper Nein sagt, du stopfst dich voll. Seht euch all die Tiere an. Selbst wenn du einen Hund zu Hause hast, an einem bestimmten Tag weigert er sich zu fressen. Sowohl Hunde als auch Katzen. Habt ihr das bemerkt? Er wird gehen und ein paar Grashalme fressen, wenn welche da sind, und sich übergeben und sich reinigen. Weil er sich bewusst ist, dass die Einnahme ständig stattfindet, aber die Verdauung und Ausscheidung nicht so effizient sind wie die Einnahme. Die Einnahme erfolgt zwanghaft, aber andere Teile müssen arbeiten. Andere Dimensionen des Verdauungsprozesses müssen arbeiten. Wenn wir von Verdauung sprechen, dann findet die Verdauung im gesamten Verdauungskanal statt, nicht nur im Magen. Und auch die Assimilation erfolgt über den gesamten Verdauungskanal. Nun, die Ausscheidung erfolgt nicht nur über den Verdauungskanal. Die Ausscheidung muss auch auf zellulärer Ebene erfolgen. Unreinheiten sammeln sich im Laufe der Zeit an und du wirst schwerfällig, sowohl im Körper als auch im Kopf. Wenn du dich nicht selbst reinigst, wird sich das mit der Zeit anhäufen. Aber unsere Selbstsicherheit schwankt jeden Tag. Was sagst du also dazu? Weil ich keine Selbstsicherheit bei irgendetwas habe. Ich habe nur Klarheit. Die Menschen denken, ich habe Wissen. Nein, mein Kopf ist leer. Deshalb, um es ein bisschen substanzieller aussehen zu lassen, habe ich einen Turban. Er ist immer absolut leer, aber ich habe Klarheit. Klarheit bedeutet was? Du siehst Dinge so, wie sie sind. Wissen bedeutet was? Du hast feststehende Informationen über alles. Wenn sich die Dinge geändert haben, wirst du sie nicht so sehen, wie sie sind. Das ist so gut wie blind sein. Schau, Menschen denken, dass Eulen blind sind. Das ist nicht wahr. Ihr Sehvermögen ist viel empfindlicher als unseres. Aber durch das Sonnenlicht werden sie geblendet, weil es zu viel ist. Wenn das Licht abnimmt, sieht sie sehr deutlich. Nicht, weil sie blind ist, sondern weil ihre Augen sehr empfindlich sind. Es ist also wichtig, dass du Klarheit in dein Leben bringst, nicht Wissen. Denn Wissen sind Schlussfolgerungen, die du ansammelst. Wissen ist in Ordnung, wenn du versuchst, etwas Physisches, Materielles in der Welt zu tun, aber nicht mit dem Leben. Im Leben, bei Geschäftsverhandlungen, in der Ehe, bei der Kindererziehung oder bei beruflichen Entscheidungen. Woher weiß ich, was funktioniert? Du bist verheiratet und du willst wissen, was funktioniert. Schau, du musst wie Gott sein, dass du ein stiller Partner bist. Dann funktioniert es. Genau wie Gott. Was auch immer irgendwer tut, lerne einfach wie Gott zu sein. Mische dich niemals in irgendetwas ein. Jeden Tag am Morgen wird dir jede Art von Idiot sagen, was du heute tun sollst. Du hörst einfach zu. Genau wie Gott. Die Ehe wird funktionieren. Das geht vielleicht nicht mit deinem Beruf. Schau. Du missverstehst das. Du versuchst daraus eine Art Wertesystem zu machen. Du versuchst es zu einer Philosophie zu machen. Ich werde nur tun, was funktioniert. Nun, du hast einen Eid abgelegt. Ich werde nur tun, was funktioniert. Jetzt weißt du nicht, was funktioniert. Denn was funktioniert, wird nicht mit einem Eid oder einem Gebot kommen. Was funktioniert, kommt mit ständiger Beobachtung und Entwicklung von dem, wer du bist, nicht wahr? Hallo?
Die gleichen Dinge, wie du sie zum Laufen gebracht hast, wie ungeschickt du vor 10 Jahren etwas zum Laufen gebracht hast. Dasselbe machst du heute womöglich mit Leichtigkeit, ist es nicht so? Oder du tust es heute vielleicht ungeschickt, dabei hast du es einst gut gemacht, je nachdem, welche Art von Entwicklung stattgefunden hat. Sind die Ungerechtigkeiten und Unfairness, mit denen man im Leben konfrontiert wird, ein Ergebnis seines vergangenen Karma? Samantha, du bist alt genug dafür. Ich sage nicht, dass du alt bist. Ich sage, du bist alt genug. Das erwartest du immer noch, dass die Welt fair zu dir ist? Das ist der Grund, warum ich diese Frage stelle. Kann ich die Schuld auf mein vergangenes Karma schieben, ist, was ich frage? Ich möchte, dass die Welt fair zu mir ist, ist eine Schulmädchenfrage. Mittlerweile solltest du wissen, dass die Welt nicht fair ist. Es wird nicht fair zu dir sein. Aber wenn du tief in dich gehst und einen Geschmack des Lebens hast, nicht den Geschmack deiner Gedanken und Emotionen, den Geschmack des Lebens, das du bist, dann wirst du sehen, das Leben ist nicht bloß fair, es ist einfach fantastisch. Willst du also ein faires Leben oder ein fantastisches Leben? Du musst dich entscheiden. Wenn etwas passiert, leiden die Menschen. Wenn nichts passiert, leiden sie. Wenn sie arm sind, leiden sie unter ihrer Armut. Wenn man sie reich macht, leiden sie unter den Steuern. Sie sind ungebildet, sie leiden darunter. Schick sie zur Schule, endloses Leid. Nicht verheiratet, sie werden darunter leiden. Verheirate sie. Ich habe nichts gesagt. Nenne mir nur einen Aspekt des Lebens, unter dem die Menschen nicht leiden. Sie leiden unter allen Aspekten. Biete ihnen also den Tod an, darunter werden sie auch leiden. Das Leiden ist also nicht wegen der Natur des Lebens. Das Leiden ist wegen der Komplexität des Verstandes, den du noch nicht einmal versucht hast zu verstehen. Wenn du das Gehirn eines Regenwurms hättest, würde es dir gut gehen. Hallo? Friedlich und umweltfreundlich noch dazu, weil das in Kalifornien ein großes Bestreben ist. Das einzige Leben, das sich darum bemüht, umweltfreundlich zu sein, ist brillant. Ein Regenwurm weiß es, eine Heuschrecke weiß es, eine Eidechse und eine Schlange weiß es, wie man umweltfreundlich ist. Dieses am weitesten entwickelte Lebewesen auf unserem Planeten ringt darum, umweltfreundlich zu sein. Ja oder nein? Das Problem ist also die Komplexität der Möglichkeiten. Möglichkeiten sind der größte Segen, den wir haben, aber unglücklicherweise ist es das, worunter wir leiden. Denn wenn dir etwas sehr Mögliches und etwas Machtvolles gegeben wird, wird es dir um die Ohren fliegen, wenn du es nicht richtig handhabst. Das ist alles, was passiert. Woher weiß man, wie man damit umgehen soll? Das ist der Grund, warum ich hier bin.